Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, heute nehmen wir mal eine der anderen Kampagnen durch, weil wir haben jetzt ja Dragon Age Origins, Dragon Age Origins Awakening durch. Und für die Dragon Age Keep müssen wir eine der externen Kampagnen noch durchspielen. Und zwar, Origins ja mit einer Was-wäre-wenn-Situation beendet. Und zwar, Und zwar haben wir Origins ja damit beendet, dass wir den Pakt mit Morrigan eingegangen sind. Und Morrigan ist ja abgehauen. Nach der Zeremonie oder direkt vor der Zeremonie. Ich weiß es nicht so genau. Und da starten wir heute Hexenjagd, ja. Genau, dann spielen wir das mal direkt. Und natürlich werde ich, weil da kann man ja natürlich Charaktere importieren und keine neuen Charaktere erstellen. Ja. Genau, aus einem anderen Modul importieren. So. Chris, ja, Zwerg, bürgerlicher Zwerg, Krieger. Anderer Chris? Okay, der... Fortgeschritten, so. Lager nach Schlacht. So, welchen Chris hatte ich jetzt da? Da sieht man nämlich nicht, welchen Chris man da hat. Welchen Chris hatte ich denn jetzt in Awakening? Hatte ich jetzt diesen Chris oder den? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte den Chris in der normalen Rüstung. In dieser Rüstung. Das weiß ich gar nicht mehr. So. Awakening LP? Ah, automatisches Speichern. Okay, das ist denn wirklich dieser Charakter. Sehr schön. So, dann dieser Chris importieren. Ja, wie schon gesagt, ich wusste jetzt nicht genau, welcher Chris das war, weil sind ja zwei verschiedene Spielstände, Dragon Age Origins und Origins Awakening, und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Flemeth sagte einst, das Verbotene wecke die Versuchung. Folgt mir nicht, sagte ich. Nie ist mir ein Satz schwerer gefallen. Manche Türen sollten lieber verschlossen bleiben. Okay. Dann wollen wir mal. Ich bin froh, dass du hier bist. Alleine würde ich essen. Wir werden Morrigan finden. Versprochen. Yep. Nein, wir wollen ja unseren Hund wieder benennen, und zwar Wauzi hatten wir ihn ja damals in Origins LP benannt. Sehr schön, so. Aufgestiegen, so, der Mabari-Hund, der Freund und Helfer. Und was sagt denn das Inventar? Was haben wir denn Schönes mit? Ah, wir haben hier lauter Gegenstände. Wieder. Ich denke mal, das sind dann die ganzen Sachen aus dem Awakening LP. Ja, genau. So, ja. Natürlich die ganzen Sachen aus dem Awakening LP. Sehr schön. Und den und Wauzi können wir aufsteigen. Attribute kann er natürlich nicht weitermachen, aber er kann hier aufsteigen. Sehr schön. Zerfetzen. Nemesis. Dann, welche Talente nehmen wir denn da? Zweite Luft, Schicksal des Schwachen und wüste Beschimpfungen. Ja, spielen. So, und was können wir hier jetzt alles anwählen? Kleine Lichtung. Okay, hier ist ja der... So, Flemeths Untergang. Ja, Flemeths Tod. Ja, hier haben wir, stimmt ja, im Awakening, Origins LP
Flemeth bekämpft. Flemeths Hütte, ja. Und wenn Flemeth jetzt noch lebt, dann weiß ich Bescheid. Okay. Keinen Schritt weiter. Was wollt ihr hier? Ruft euren Hund zurück. Nehmt erst eure Waffen runter. Dann ruft ihn zurück. Ich sagte zuerst Waffen runternehmen. Also schön. Ich bin Ariane vom Volk der Dalish. Mein Hüter hat mich ausgesandt, um Asha Belanar zu finden. Die Frau der vielen Jahre. Ich bin hier, weil meine Späher dachten, ihr wärt jemand anderes. Flemeth ist tot. Und, nu? In der Vergangenheit haben schon viele versucht, Asha Belanar zu töten. Ihr solltet euch nicht zu siegessicher sein, bevor nicht mindestens ein paar Jahrhunderte ohne eine Spur von ihr vergangen sind. Wir dachten, sie könnte uns helfen, ihre Tochter Morrigan zu finden. Die junge Hexe hat meinem Clan Unrecht getan. Hat sie sich auch euren Zorn zugezogen? Ja, so in der Art, sie hat mir mein Kind gestohlen. Arabellos, ich habe nur schlimme Dinge über diese Hexen und Kinder gehört. Morrigan hat ein altes Buch gestohlen, das mein Clan seit den Tagen von Arlathan bewahrte. Niemand sonst hatte ein ähnliches Stück unserer Geschichte. Alles, was wir einst besaßen, all das Wissen über unsere alte Magie wurde uns genommen. Erst von den Magistern aus Tevinter und dann vom Zirkel. Tja, shit happens. Und Morrigan nahm uns auch den letzten Rest. Was ist an dem Buch so besonders? Die Dalish sind seit fast 2000 Jahren nur noch Wanderer. Wir sind nur ein Schatten unserer einstigen Größe. Obwohl uns vieles in diesem Buch ein Rätsel ist, so ist es doch einer der wenigen Hinweise darauf, wie wir unsere Vergangenheit wieder aufleben lassen können. Mein Hüter, Solen, sagte, es sei eine Abhandlung über etwas, das die Ahnen Illuvien nannten. Doch dieses Wort ist so alt wie das Buch selbst. Und niemand kennt mehr seine Bedeutung. Okay. Abgesehen von Morrigan vielleicht. Und was jetzt? Helft mir. Wir beide wollen Morrigan finden. Und wir können einander helfen. Ein Elfenmagier hatte meinem Clan das Buch über Illuvien zurückgebracht. Er hatte es aus dem Zirkel der Magi gestohlen, bevor er ein Abtrünniger wurde. Er sagte, es gäbe in der Bibliothek noch andere Schätze. Aber der Zirkel würde es einem Dalish niemals gestatten, sie sich anzusehen. Doch vielleicht liegt die Sache bei euch ja anders. Ja, und hier haben wir schon mal den ersten Synchro-Patzer in Dragon Age Origins Hexenjagd. Ja, es heißt der Zirkel der Magi und nicht der Zirkel der Magi. Nun ja. So, was sagt er? Doch, vielleicht liegt sie bei euch anders. Wir werden versuchen... wir werden versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden. Lasst uns gehen. Masiranas, ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Ah ja, 11 Taktikfelder, sehr schön. So, wer ist denn die junge Dame? Ariane. So, das ist denn eine Schurkin, wie mir scheint. Nee, auch Kriegerin, okay. Und die kann auch Fernkampf bedienen, sehr schön. Ganz kurz, Charakter. Aufsteigen. Ah, Spezialisierung hat sie. Okay, da hat sie Champion. Da würde ich denn sagen, Templer und Geistkrieger. So. Ja. Passt. So. Dann würde ich mal sagen. Oh, Feuer. Hütte, die nicht von dünnen Staubschicht bedeckt ist. Okay. Auch nochmal ganz kurz, weil wir brauchen ja auch einen Fernkämpfer in der Gruppe. So, so. So, so. So. Ja, ihr kennt das von mir. Ich bin da etwas pedantisch, was sowas angeht. Inventar. Und dann ein paar Wundumschläge mit reinbringen in das Projekt wieder. So, dann den starken und den schwachen. Den normalen Wundumschlag, genau. Und dann erstmal
Nee. Tiefschlag auch nicht. Kräfte sammeln, würde ich sagen. Genau. Ich habe zwar keine Ahnung, was es bringt, aber besser als nichts. So. Und den schwachen Wundumschlag. So. Dann können wir. Oder? Ja. Dann mal schauen, dann kurz rausgehen. In die Kokari-Wildnis. Und. Miep! Hörlock-Gesandte, Hörlock-Gesandte, Hörlocks. Okay. Servus, ihr Hörlocks. Ernsthaft? Ariane, so. Dann. Und verzögerlich. Und verzögerlich. Was haben wir denn hier jetzt? Schwäche? Fluch der Sterblichkeit, ach du Scheiße. So, Wauzi, so, und nun? So. Sehr schön, den schwachen Wundumschlag. Und Hörlock-Gesandter hat dies. Sehr schön. Und mehr nicht. Okay. Gut. Mehr gibt uns denn das Spiel derzeit nicht vor. Okay. Tiefschlag anhaltend. Nehmen wir mal, das ist der Fall. So, aktiviert Reichweite selbst. Ja, Gruppe sammeln und weiterziehen. Natürlich. Wo geht es denn als nächstes hin? Denn den Turm des Zirkels. Alles klar. So. Da bin ich mal gespannt, was als nächstes auf uns zukommt. Weil wir haben jetzt ja nur 3 Mitglieder. Und ich denke mal, als nächstes kommt ein Magier mit dazu. Willkommen bei Ferelden's Zirkel der Magi. Bitte haltet euren Hund unter Kontrolle. Einige der Schüler sind leicht zu erschrecken. Und wie ich sehe, begleitet euch eine Dalish-Elfin. Ist das ein Problem? Sie ist vertrauenswürdig. Was soll das denn heißen? Dass die meisten Dalish Diebe sind? Wenn ihr das sagt. Es ist dem Zirkel eine Freude, euch als Gast begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, hat sich seit eurem letzten Besuch einiges verändert. Ich muss in die wo ist Gregor? Gregor geht in Denerim einigen wichtigen Angelegenheiten nach. Mein Name ist Hadley. Ich führe die Templer während der Abwesenheit des Kommandanten an. Ich muss in die Bibliothek. Wenn ihr nach einem Buch sucht, könnt ihr im Registerbereich beginnen. Als Kommandant der Wächter könnt ihr den ersten Stock des Turms mit euren Gästen ohne Eskorte erkunden. Schönen Tag noch. Alle Klärchen. Ich verstehe, warum Hüter Solen nicht wollte, dass ich hierher komme. Es ist so verlockend, die strenge Ordnung ihrer kleinen Welt durcheinander zu bringen. So, hier ist natürlich nichts, was man machen kann. Okay. So, dann. Fähigkeit unzureichend. Okay, wir brauchen einen. Warte mal kurz, so. Natürlich geht das nicht. Servus. Hast du die Geschichten über den Helden Fereldens gehört? Angeblich hat er mal eine Piratin und. So, Schutzrune des Experten, Sturmrune des Meisters. Skriptkopie und Silberkelcher. Nehmen wir doch einfach mal mit. Alles. Nein! Ich erzähle es dir später. So, hier ist noch irgendwo eine Truhe. Und zwar hier. Meisterhafter Wundumschlag, Verletzungsausrüstung, Mabari-Keks, hervorragender Ausdauertrank und meisterhafter Lyriumtrank. Ja, immer her damit. Kann man immer gebrauchen. In so schweren Zeiten. Wie meinen. Das habe ich nicht. Schön, ja. Ein bisschen vielleicht. Aber du musst doch zugeben, dass es verlockend ist, oder? Diese Magier sind ja alle so selbstgefällig. Sie halten sich ja für so wichtig.
Du findest, ich sollte mich entspannen? Nun ja, du hast vielleicht recht. Okay. Sendel, was machst du denn hier? Verzauberung? Sendel, was macht ihr denn hier? Verzauberung. Weiter. Verzauberung! Ja. Wo ist Bowden? Bowden treibt Handel in Redcliff. Wenn ihr an seinen Waren interessiert seid, kann euch Sandel bestimmt einige davon anbieten. Könnt ihr etwas für mich verzaubern? Verzauberung! Immer mit der Ruhe, Alter! So. Ja, denn plus so viel Feuerschaden. Denn nochmal Feuerschaden ist auch nicht schlecht. Silberitrune, ja, gegen dunkle Brut. Alles klar, annehmen. Nochmal, ja, verzaubern. Verzauberung? Ja. Sehr schön, so. Plattenrune, okay, dank ins Dolch. Alles klar. So, Ariane, was für Sachen hast du denn an? So, Waffen. 1190, 1190, okay. Schädelspalter hat 69, Dankens Dolch. 560, 89, Gefährte des Wächters, okay. Kalak. 1190, Schaden durch hinterhältige Angriffe, ja, das passt etwas besser zu Ariane. Und Zwergisch, der beste Freund und Blütenring, okay. Da würde ich dir mal sagen. Achso, da hat sie schon. Modifizierter Langbogen der Dalish, okay. Und dazu kriegt sie ein paar Feuerpfeile. So. Sehr schön. Truhe. Wundenschlag, Verletzungsausrüstung, gebackener Mabari-Keks, Ausdauertrank und Lyriumtrank. Sehr schön. Ja, das freut mich doch mal. Das ist eine satte Ausbeute für heute. Das hat sich sogar gereimt. Ja, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's dann wieder mit Let's Play Dragon Age Origins Hexenjagd, ja. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen.